Hey ho Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal mit einer kleinen Kaufempfehlung mit den Sunsnack Stapelchips. So schauen so aus. Schmecken ganz gut. 175 Gramm für, ich weiß nicht, ich glaube 1,50 Euro oder so. Ja, gibt's bei Hofer bzw. Aldi. Ja, das bringt mich gleich zur nächsten Frage. Warum eigentlich der McDonald's ein beliebtes Mobbing-Ziel bzw. Opfer ist? Und zwar, ich habe mir das so überlegt, wenn man jetzt McDonald's in YouTube eingibt oder meinetwegen auch in Google, dann findet man erstaunlich viele Einträge, wo Leute mit Masken durchfahren und sich was bestellen, wo Leute beleidigend werden, wo Leute, weiß ich nicht, absichtlich nicht richtig sprechen, dass das Gegenüber den nicht versteht, oder rückwärts durchfahren oder mit einem Fahrrad oder zu Fuß durchgehen. Und da habe ich mir jetzt überlegt, eigentlich, wieso ist das so? Weil in den Aldi oder in den Hofer geht ja auch niemand rein mit einer, weiß ich nicht, verrückten Maske, die total eklig ausschaut und geht rein und kauft sich irgendwas, oder in ein Elektrogeschäft geht ja auch niemand rein mit weiß ich nicht, komischer Maske und spricht total komisch und will ein Laptop kaufen. Ich meine, das macht ja auch niemand. Und darum habe ich mich jetzt gefragt, warum das eigentlich so ist. Ist es eigentlich deshalb, weil man so das Gefühl hat, dass man gleich wieder weg ist, weil man ja eben schon im Auto sitzt? Oder ist es so eigentlich, weil das Gegenüber mehr oder weniger hilflos ist, weil es entweder nur über Mikrofon spricht oder halt nicht wirklich was jetzt dagegen tun kann, dass man da ist? Ich meine zum Beispiel, wie gesagt, kommt halt immer darauf an, wie beleidigend das ist oder wie ernst das Ganze gemeint ist. Wie gesagt, das habe ich mir nur überlegt, was eure Meinung dazu ist. Würdet ihr auch irgendeine McDonald's Drive-In Verarsche machen oder... Ja, sonst habe ich immer noch nicht so viele Videoideen in dem Sinn, beziehungsweise es mangelt noch ein bisschen an der Zeit. Ich werde noch ein, zwei Videos über das Auto veröffentlichen. Ich hoffe, dass es den anderen, die vielleicht nicht so viel mit Autos zu tun haben, nicht unbedingt sehr langweilig. Vielleicht lernen sie ja was dazu, vielleicht inspiriert es sie ja selber ein Auto zu kaufen, was weiß ich. Ja, sonst, das Wetter ist ziemlich schlecht, deswegen Outdoor-Videos gibt es derzeit wahrscheinlich nicht so viele. Mal schauen, wie es am Wochenende ist. Wie gesagt, das war jetzt mal so meine Frage. Ich werde jetzt dann bald die Musikanlage in das neue Auto einbauen lassen. Bin schon gespannt, ob das dann fehlerfrei funktioniert und alles meinen ich sag mal, Anforderungen genügt. Ja, das war's schon soweit wieder. Ich wünsche euch noch viel Spaß bis zum nächsten Video. Ich hoffe, es kommt bald. Verabschiede mich jetzt von euch. Wünsche euch noch einen schönen Abend, Nachmittag, Morgen, wie auch immer. Und sag bis bald, Pöli out.